device? Mitze. Guten Morgen, Patrick. Eile kochen. Oh ja. Kannst du mir das Plan machen, bitte? Ja. Bitte sehr. Bro, kannst du dich aufessen? Du bist doch der Rocky, ne? Hast du das Gefühl, das würde ich nicht machen? Ja, wirklich, ja. Oh ja? Wow. Ah, oh, Mann. Du bist doch eine kranke Nuss. Protein, oder? Ja, ja. Heute Morgen, wo ich bin aufgestanden, hab ich... Ja, let me Es wird Hammer, es wird ein geiler Tag. Thermometer über 20 Grad. Sonnenbrille an, ja, das wird ein geiler Spass. Chicks holen sich ein Sonnenbrand. Hey, nichts an, Homes chillen nebendran. Smoken sie entspannt. Sogar mein Nachbar ist ausnahmsweise nicht arrogant. Sag ich, ist das schlimmer als ein Japaner? Ich schneide gewiss, ist meine Nachbarin ganz amüsant. Also lauf ich mal im Park entlang. Schmeckt an die BBQs, wenn nicht mehr die Scheisse am Strassenrand. Du siehst eine Schlange von Kids vor dem Glasenstand. Und da kommt mir jetzt so vor, als wäre ich glatt am Strand. Es ist ein Leben lang, dass ich hier lebe. Aber nie habe ich so gelebt wie heute mit dem Kassel. Hallo? Patrick? Was ist, Mann? Ja, du hast am Telefon. Sie nimmst den Hahn ab, Mann. Fuck. Hallo? Hey, schau, ich bin am Strand. Schau, die Leute schon zum 10. Mal an, innerhalb von ein paar Tagen. Ich brauche meine Privatsphäre. Ja, es geht mir gut. Diana, ich will nicht hart sein. Nimm es nicht persönlich, aber ich glaube, für das Zeit jetzt einfach mal die Funkstelle, okay? Ich höre nichts, der Wind ist am Blasen. Keine Verbindung mehr? Ja, keine Verbindung. Hey, du nimmst bitte das Telefon nicht mehr ab, wenn du siehst, es ist die Alte, wirklich. Dann kommst du wieder heim. There's no shame in giving up when it's the only Mach mir ein bisschen Sorgen. Wegen? Wegen Geld, ich kann mir das Ganze nicht so recht leisten. Ja, also ehrlich gesagt, ich auch nicht. Aber wir sind jetzt hier im Land der unbegrenzten Möglichkeiten oder nicht? Da werden wir schon irgendwie eine Lösung finden. Oder nicht? Ein bisschen Vollgas geben. Ja? C'est pas la mer à boire, ich muss das sein. Huh? Ja, Vollgas! Heute Abend gehen wir an eine Poolparty von einem Freund von mir, der ist Produzent. Es geht darum, auch einfach mal networken. Es gibt scheinbar auch ein paar Promis aus der Schweiz, die dort auftreten werden. Ich weiß jetzt nicht genau, wer kommt, aber ich glaube, es ist sogar eine Ex-Miss. Jedenfalls schauen wir mal und ich bin gespannt, wie sich die sechs Schweizer behaupten. Wenn ich meine Brüste zusammen brüschle.